Ein herzliches Willkommen, Leute. Herzlich willkommen, alle meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe kurz eine Mitteilung zu machen. Es wird irgendwann noch einen. Ich war was besorgt aktuell, habe noch Altresten losgelassen. Und das heißt, ich habe was, ja, hab was weggebracht. Das Zimmer irgendwie. Ich habe auch noch ein Gespräch, ich das weiß. Ja, wir hatten noch ein Gespräch und so was. Und so, mach kurz mal den Pflaster ab, weil das hier ist, der Kühlschrank. Das behalte ich irgendwie. Würde ich gerne behalten irgendwie. Und der kommt bald weg. Ja. Dann haben wir gar nichts mehr hier. Das heißt nur Bilder und ich das weiß. Und wir haben ein bisschen die ganzen Kleider weggebracht. Und so haben wir ein bisschen Platz geschaffelt. Weil ich das mal zeigen kann. Ach, bitte nicht wundern, was für Beleuchtung wir haben. Das habe ich mir selber. Ach, ein großes Brett sprechen. Könnte zeigen. Die Säcke zum Beispiel, also hier Säcke. Alles weg. Hier Säcke weg. Alles weg. Die Säcke habe ich zum Beispiel. Und das habe ich ein bisschen freigeräumt. Haben wir ein bisschen freigeräumt. Also freigeräumt. Jetzt habe ich auch so ein bisschen Platz, ne? Platz in Ordnung zu schaffen. Bald kommt ein Teppich, das heißt, kommt bald ein Teppich. Teppich, Mann. Und so wollte ich gerade loswerden. Ja, ein Teppich kommt bei mir in mein Büro rein, weil ich das in Ordnung finde. Muss kurz Fernsehen ausmachen. Danke, weil die. Ja, Teppich, weil diese Scheiße da und so irgendwas dämpfen können. Wollte ich gerade mal loswerden. Und der Kühlschrank wird hier. Der Kühlschrank ist. Da wird nichts, keine Veränderungen nicht kommen. Das ist unser Kühlschrank. Der da vorne, hier, da. Ich das weiß. Hier ist kein Kühlschrank mehr. Nur was allgemein. Ich jetzt hier. Zum Beispiel hier. Bitte nicht wundern, was dafür. Ich das weiß, wird dieser wegkommen. Das heißt, Kontakt hier, haben wir Telefonie, haben wir dünn Büro hingesessen, muss mir dieses Gewasser anhören lassen, aber auch ein Versprechen gemacht, dass ich circa so und so mache. Aber was kommt dann weg? Ist auch 40 Jahre alt. 40 Jahre. Meine Güte. Und anderen Dingen. Ja, das ist natürlich halt. Ich habe so ein Kissen in meinen Stuhl. Ja, dass es eigentlich geht, ne? Und so, das bei mir läuft heute. Und so. Jetzt wollte ich danach loswerden. Und Bruder ist vorhin da. Ja, Bruder ist da. Ja, wollte oben runterkommen. Und so habe ich das auch noch gemacht. Wollte auch noch Masseuse. Noch, weiß nicht, ob Personal fehlt oder. Termin, müssen wir gucken. Und ein bisschen massieren irgendwie, das ist. Und so, das ist halt. Aber das bei mir läuft hier. Ich check doch mal wo. Warte, muss man Licht ausschalten. Ich das weiß hier. Wenn man dieses zum Beispielsweise ICE-Video und halt, ne? Und sagt es einfach mal. Und so habe ich das auch jetzt durchgeführt. Ich werde künftig Ruhe haben. Weil der Rechner ist total leise, es ist Porsche Cayenne. Auch nicht leise zu machen. Nur dann der Dings hier, der ist nur ein Fern, der ist nur ein Kühlschrank, der macht nur Geräusche nur. Ja. Und ja, schade, dass er bald weggehen muss. Und anderen Dingen. Und vielleicht etwas Platz habe, irgendwie, das irgendwie verschalten kann oder irgendwie auch ein bisschen Platz hier. Das weiß ich auch nicht, wie die Änderung mache hier irgendwie, weiß ich nicht. So, da würde ich mal sagen, ja, bald ist Feiertagen, ne? Feiertagen, den Heiligen oder wie der heißt, Heiligen statt. Und so, zwei Stück sollte Teil von der Familie nochmal bedenken werden und anderen Dingen. Das wollte ich dann mal loswerden. Muss dann noch hin, die beiden Tage, ne? Dass wir da hingehen, ne?
Dann müssen sie teilweise so und so machen. Der andere muss ein bisschen seine Kraft aufbauen, den Kühlschrank wieder hier rauszupacken. Und ich vierten, dass ich meinen PC hier irgendwie Festplatte Erweiterung mache, weil jeder kennt, ich kann es noch mal zeigen. Ich habe mir schon mal 2 Terabyte da hier guckt, kann ich mehr installieren mehr. Das ist irgendwie die Dauer. Sachen kann ich. Und das halt, ne, das wird künftig. Hab mir 2 Terabyte, ne? Hab das auch gemacht, ne? Und ich habe auch eine, ich das weiter in SATA. Ich habe auch, ihr müsst ein Programm runterladen. Ihr müsst das Programm runterladen, was ich habe. Das heißt Disinfo. Da steht SATA. Hier steht SATA. Das heißt Übertragungsmodus SATA. Muss eigentlich hinkriegen mit meiner Festplatte. Glaube schon. Und wollte das Ganze mal sagen, ne? Wenn zum Beispiel Heiligen ist, dann könnte es möglich sein, dass die Farblinien ein bisschen anders sind. Bei morgen zum Beispiel, weil es Feiertagen sind, da bedenken wir unserer Familie irgendwie ein. Ach komm, hör mal auf, ey. Da geht man einmal zum Louvre dahin und dann noch mal die Kirche irgendwie, weiß ich nicht. Und wollte mal kurz das. Wollte gerade mal ein Video machen, ne? Und habe das auch alles so gemacht irgendwie und jetzt auch ein bisschen Platz geschaffelt, also ein bisschen Platz frei gemacht für hinten, das heißt, so es halt nicht geht, ne? Die ganzen Säcke erstmal weggebracht, die Säcke, habe das auch alles nachgeführt, habe bisschen Trinken eingekauft, ne? Und so war dann wieder natürlich so ein Kabel gefunden, so hat so ein Datenkabel irgendwie heile noch und so. Ja, so muss es auch sein, ne? Und ja, so haben wir jetzt ein bisschen, wenn der Teppich gleich hier irgendwann mal kommt, der Teppich gemacht haben, wird dabei schon so sein. Der haben gesagt, oben ist irgendwer, sagt, es brummt irgendwas. Und so, wir werden auch dieses Tages nicht merken, dass wir den Kühlschrank jetzt losgeworden sind. Müssen noch alles rausmachen, alles in diesen Kühlschrank reinpacken und anderen Dingen. Und dann heißt es Lebewohl sein. Und teilweise könnt ihr dieses Tages noch ein bisschen Platz machen, irgendwie, dass es euch das schön machen oder anderen Dingen. Ihr habt doch einen Kühlschrank und so. Kühlschrank sind so teuer aktuell. Muss ich feststellen. Und das Kies besitzt man nicht jeden Tag nicht. So, muss man hier einsparen halt, ne? Ich würde ihn vermissen, ne? Aber egal. Und ja, heute ist Freitag. Und den 1. November. Herzlich willkommen, November 1. Ja, wir sehen dann gucken, wie die das mit dem PC hinkriegen, mit den Rechner hinkriegen, ne? Könnte ein bisschen länger dauern, die Geschichte. Und ich werde euch auf Laufen halten und ich werde euch weitergeben, ne? Oder vielleicht noch irgendwo hinfahren, mal schauen, wie die Zeit mir bietet. Weil ja begrenzt Zeit, allerdings. Dann würde ich mal sagen, Wiedersehen und Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.